Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Disney Dreamland Valley Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind gerade auch live auf Twitch, wo die Süßis aus der Community mit am Start sind. Mininchen schreibt Hallo YouTube. Vajana sagt, wir sind ein richtig guter Anführer für dieses Valley. Yassi schreibt Hallo. Oh nein, jetzt hat Chat hier zu viel geschrieben. Wartet. Lass mich raustappen. Yassi schreibt, Hallo YouTube, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo da. Raffi schreibt, Hu YouTube. Sascha schreibt, Hallo YouTube. Yassi lässt euch ein Getränke-Emote da. Lisi schreibt, Hallöchen YouTube und lässt euch Hype da. Die ganze YouTube-Folge ist jetzt nur, Simon muss den Chat vorlesen. Und das war's. Und alles, was jetzt danach kommt, wird nicht mehr vorgelesen. Spaß. Anyways, wenn du mal Lust und Laune hast, in den Livestreams mit dabei zu sein und somit dann auch deine Nachricht hier vorgelesen wird, findest du den meinen? Oh Gott. Findest du den Link zu meinem Twitch-Account unten in der Videobeschreibung? Ich bin heute nicht ganz bei Sinnen. Achso, wartet. Habe ich jetzt überhaupt... Oh Gott, ich bin heute so neben der Spur. Falls ich es nicht gesagt haben sollte, wir machen heute die Eve-Questline. Welch Überraschung. Ich bin heute so verwirrt. Das ist ja Wahnsinn. Ich möchte bitte meine Oma grüßen. Okay, Lisi. Dann grüße deine Oma. Wenn du das möchtest, kannst du ihr einen Chat reinschreiben. Schreib hinein. Für deine Oma. Gut, dann starten wir mal hinein. Oh Gott, ich sehe schon, das wird heute wieder ein bisschen ein verpeiltes Video. Aufgabe. Was soll ich machen? Aufgabe. Oh, richtig. Du bist ein bisschen nervös. Mach dir keine Sorgen, Eve. Ich mache Fotos von möglichen Gefahren rund um die Docks, um dir zu zeigen, dass sie keine Bedrohung darstellen. Ich fange mit dem riesigen Baum mit den hängenden Laternen in der Nähe des Brunnens an. Digitales Piepsen. Und ich wette, das Boot, mit dem ich auf die Insel der Ewigkeiten gekommen bin, macht dich auch ein bisschen nervös, was? Ich werde es scannen, um sicher zu gehen, dass es sicher ist. Digitales Piepsen. Diese riesigen Statuen, die überall im Land der Uralten herumstehen, sehen ein bisschen gruselig aus. Ich mache als erstes ein Foto von der im Tunnel zwischen den Docks auf dem Innenhof. Oh, macht dir der seltsame Eingang zwischen den beiden Wasserfällen auch ein bisschen nervös? Keine Sorge, den scanne ich auch. Hä? Aha. Das kleine Holzboot, mit dem du gekommen bist. Hallo, kleiner Panda. Das ist das Boot, mit dem ich gekommen bin. Hä? Das ist ja nur ein dekoratives. Fällt mir gerade ein. Ah nein, das kann ich nicht bewegen. Okay. Oh. Ups. Miss Cherry California. Hello, Miss Girl. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Hello, everybody. Schön, dass du wieder streamst, Miss Girl. Wie geht's? Was habt ihr gemacht? What's going on? Ein riesiges Gesicht einer Statue in dem Durchgang. Und Hallöchen Chrissy und Hallo Elfe. Wunderschönen guten Nachmittag, Hallo Major Meyer. Oder Mayor. Und Kapu ist auch da, Hallöchen. Gibt es dich auch noch? Schöne Grüße von Cherry, sie muss leider weg. Wir haben Palworld gezockt. Wie gefällt es euch? Wie gefällt es euch? Ich war nämlich tatsächlich ein bisschen am Überlegen,
ob ich mir das auch hole? Kannst mich Maya nennen, okay. Ich habe es mir auch überlegt, aber ich habe die Befürchtung, dass ich das nicht langfristig spielen werde. Ein seltsamer versunkener Eingang zwischen zwei Wasserfällen. Ist das da hinten? Oh, wow. Das könnte das doch sein, oder? Wir haben heute übrigens ein Business Lady Outfit. Das ist unser Outfit of the Day. We are here for business. Ich finde, es hat Suchtpotenzial. Okay. Du hast heute keine Mods, Simon. Das stimmt. Oh, danke fürs Erinnern. Mininchen, beste ever. Um Gottes Willen, wie peinlich, Chat. Wie peinlich. So, hier einmal Shoutout für Miss Terry California. Und danke fürs Erinnern, Mininchen. Ich bin ab und zu ein bisschen verpeilt, Chat. I'm sorry, I'm sorry. Ach so. Ich vergesse immer das Halbe, wenn ich geradet werde. Wartet mal ganz kurz. Also, hallo. Ich bin der Simon. Ich bin hier als Cinemoon unterwegs. Ich bin ein bisschen verpeilt ab und zu. Ich überlese sehr, sehr gerne Chatnachrichten. Und hier läuft meistens nicht alles so, wie es laufen soll. Also, wenn etwas schief gehen kann, dann passiert das höchstwahrscheinlich bei mir im Stream. Genau. Fühlt euch hier wohl, schnuckelt euch rein. Wir machen ganz viel Disney Dreamlight Valley. Wir machen aber auch andere Games wie Dead by Daylight, ab und zu ein bisschen Horror. Und ja, habe ich jetzt noch was vergessen, Mininchen? Sprechen Sie jetzt oder schweigen Sie für immer? Drama, excuse me. Wir haben dich trotzdem lieb. Capo, die Öhrchen hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr. Ich nehme jetzt nämlich immer diese Flasche, weil da hat ein Liter Wasser Platz. Dann weiß ich immer, ich habe ein Liter Wasser getrunken. Shoutout mit Herz. Habe ich euch schon gefragt, wie es geht? Wie der Stream war? Ja, ihr habt mir gesagt, dass ihr Dings gespielt habt. Palworld. Ich bedanke mich für die Chefin. Oh, herrlich. Gut. Danke von der Chefin. Sehr gut. Bitte. Bitte an die Chefin zurück. Sieh mal, Eve. Hier sind die Bilder, die ich gemacht habe. Du musst dir keine Sorgen machen. Es sieht so aus, als ob dieser Quadrant sicher ist. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde hier nicht aufhören. Es gibt ein paar andere Sachen auf der Insel, die du unheimlich finden könntest. Ich scanne weiter, bis wir sicher sind, dass keine Gefahr übrig ist. Mache Fotos von möglichen Gefahren im wilden Dschungel und den funkelnden Dünen. Eine Frau mit langem, geflochtenem, blonden Haar. Chat, was für eine Gefahr. War diese Frau mit langem, blonden, geflochtenem Haar nicht eben noch da? Ein deplatziertes Boot hoch oben im Dschungel. Eine Pflanze mit sehr spitzen Zähnen. Ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Eine Schlange. Ein Wasserfall aus Sand. Ein Wasserfall aus Sand? Gibt es sowas? Ein Wasserfall aus Sand. Dicker Hals ist Gaston.
dieser Fall aus Sandchat. Da hinten. Komme ich da unten überhaupt hin? Nein, gell? Geht das so? Zählt das? Ja! Na schau. Ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Eine Pflanze mit sehr spitzen Zähnen. Könnte das so eine Aloe Vera sein? Nein. Deplatziertes Boot. Hat er das erkannt? Nein, da bin ich jetzt zu weit weg wahrscheinlich. Oh, eine Schlange. Halt, stopp! Ich brauche ein Foto. Jawohl. Bei seinem Haus. Ja, aber der wohnt jetzt nicht mehr hier. Der wohnt in Arendelle. Und Arendelle ist im Wald der Tapferkeit. Eine Pflanze mit sehr spitzen Zähnen. Ist das die? Ja. So, wo ist die Frau mit langem geflochtenem Haar? Die war doch noch eben hier. Da. Und wo ist er? Also er wird wirklich im anderen Valley drüben sein, gell? Okay, dann gehen wir mal zuerst zu der gefährlichen Frau mit langem, blonden, geflochtenen Haar. Um Gottes Willen. Schau mal, wie gefährlich sie ausschaut. So, und der Mann mit dem unfassbar dicken Hals... Der wird hier zu finden sein. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. So. Weil ich möchte ja hier so ein kleines Arendelle machen. Aber es ist momentan noch ein Saustall. Liebst du den Sommer auch so? Und deshalb ist sein Haus hier. So, hallo, Gaston? Hä? Wo ist er denn, Chat? Der versteckt sich doch. Oh, ich liebe Sonne. Jetzt hat. Perfekt. Ich melde mich mit weiteren Scans, Eve. Auf der Insel der Ewigkeit gibt es nichts zu befürchten. Das verschollene Boot im wilden Dschungel ist absolut sicher. Keine Gefahr des Umkippens. Die Schlangen in den funkelnden Dünen sind eigentlich ganz knuffig. Was den Kerl mit dem dicken Hals angeht... Er ist eher nervig als gefährlich. Oh, puh, du musst dich nicht mehr vor Gefahren fürchten. Du bist hier zu Hause. Hier bist du sicher, versprochen. Zu Hause. Okay, wir müssen wieder rüber. Wir müssen wieder hinüber. So. So, wo ist sie jetzt? Ah, da kommt sie schon. Hello, Miss Girl. Brauchst du etwas?
Es muss komisch für dich sein, nichts zu tun zu haben, nachdem du die Sanduhr so lange bewacht hast. Aufgabe. Okay, du klingst ein bisschen gestresst. Lass uns zuerst etwas Lustiges machen. In der Nähe vom Land der Uralten gibt es viele Affen. Vielleicht können wir einige von ihnen füttern. Sie sind so lustig und süß. Oh. Diese Affen fressen wahrscheinlich nur bestimmte Dinge. Ich glaube, ich muss mir etwas einfallen lassen, das mindestens 3 Sterne hat. Vielleicht möchtest du ein leckeres Dessert auf Bananenbasis. So, habe ich Essen dabei? 4 Sterne, 5 Sterne, 4 Sterne. Okay. Füttere 2 Affen. Das kriegen wir hin. Wir müssen nur welche finden. Oh, eine blaue. Schauen wir mal, ob da oben einer ist. Nö. Da ist keiner. Dann gucken wir mal da unten. Da ist einer. Hä? Hä? So, bitteschön. Ah, es ist süß. Kann ich ihm jetzt nochmal was geben? Zählt das dann? Ja. Perfekt. Und, hattest du Spaß? Wuhu. Siehst du, nicht jeder da draußen ist ein Feind. Kein Grund, so gestresst zu sein. Was nun? Wally. Du willst Wally sehen. Was für eine tolle Idee. Juhu. Oh, du willst, dass ich dir folge. Los geht's. Sie macht so ein süßes Geräusch, wenn sie fliegt. Ja, das ist der Aussichtspunkt. Früher gab es hier einen seltsamen Zeitriss, aber ich habe ihn entfernt, damit wir weiter erkunden können. Wally, ich schätze, dann gehen wir hier lang. Hä? 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 Da waren wir ja gerade. Sind von hier gekommen. Was ist das denn für ein Ort? Es ist eine Ruine. Oh, Wally, Pflanzen. Warte, war das ein geheimer Ort, den du dir mit Wally geteilt hast? Ein geheimer Garten? Ich denke, er ist ziemlich süß. Machen wir ihn so gut wie neu. Ich kann die Reste des Abdrucks von dem etwas Rundem sehen, was wie ein Mülleimer aussieht. Seltsam. Pflanzen, Wally. Ah ja, richtig. Wally benutzt manchmal Mülleimer als Pflanzengefäße. Wally. Und irgendwann scheint es hier auch eine Decke gegeben zu haben. Bei all den Zeitanomalien sind sie vielleicht noch im wirbelnden Sand in der Nähe vom Land der Uralten versteckt. Ich werde sie suchen gehen.
Und ich werde sogar ein paar Blumen und vielleicht etwas Jade zum Dekorieren, zur Dekoration hinzufügen. Verlasse den geheimen Ort. Okay, das war jetzt ein bisschen weird. Benutze deine Sande, um die verlorenen Gegenstände in den wirbelnden Sanden um das Land der Uralten zu finden. Picknickdecke von BNL. Mülleimer Übertopf von BNL. Was ist denn BNL? Bain Large, die große Firma. Ah, oh mein Gott, es ist schon so lange her, dass ich Wall-E gesehen habe. Ich habe den damals im Kino gesehen, als er rausgekommen ist. Das ist schon ewig her. Sammle Blumen. Weiße Paradiesvögel, rot leuchtende Blumen, Jade. Aufgabe. So, die nehmen wir natürlich mit, die gute Dame. So, ich pflücke hier jetzt nur ein bisschen, damit ich hier nicht alles aus meinem Lager nehmen muss. Gar nicht. Ich brauche noch weiße Paradiesvögel und gelbe. Gut, dann gucken wir mal in unser Lager. Haben wir ihn noch nicht gesehen? Ich habe ihn sehr süß gefunden. Es ist aber bei mir echt schon ewig her. Ich weiß nicht, wann ist denn der rausgekommen? Ist sicher schon 10 Jahre her, oder? Wann ist denn Wall-E rausgekommen? Also, ich habe ihn als einen sehr schönen Film in Erinnerung. Hat auch ein bisschen eine traurige Message. Also, wie diese Geschichte überhaupt entsteht. Im Jahr 2008. Oha. 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 Da war ich noch jung und knackig. Achso, jetzt habe ich natürlich wieder nicht geschaut. Also ich brauche einen orangefarbenen Paradiesvogel. 2 gelbe.
einen Orangen und zwei Gelbe. Und dann brauchen wir noch zweimal Jade. Bist du Jade? So. Bring alle Materialien zu Eve. Dann müssen wir den kaufen. Du kannst dir den ansonsten auch, so mache ich das oft mal, weil ich habe kein, wie heißt es? Disney Plus? Ich tue mir ab und zu, wenn ich Lust auf einen Disney-Film habe, tue ich mir die bei Amazon leihen. Weil dann kannst du den nur einmal anschauen, aber du musst ihn nicht in einem durchschauen. Also wenn du pausierst und du schaust erst den nächsten Tag weiter, dann kannst du ab der Stelle weiter gucken. Ich glaube, das kostet dann 3 Euro oder so. Also ich habe das jetzt so mit Frozen 2 gemacht und mit Rapunzel. Den habe ich nämlich erst. Rapunzel ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich glaube, einen Monat, dass ich den geschaut habe. Muss mir nochmal schnell die Nase putzen. Da war man noch jung und knackig. Heute ist man nur noch knackig. Finde ich gut. So, bitteschön, die Dame. Juhu! Ich bin froh, dass sie dir gefallen. Brauchst du meine Hilfe, um alles in den geheimen Garten zu bringen? Nein. Oh, du willst es selbst machen. Aufgabe. Bist du jetzt bereit, Wally zu sehen? Wally, geh voran. Hör die Diskussion von Eve und Wally an. Okay, let's go. Hallo? Aha. Ah, süß! Ah, wie sie sich freuen. Mach 3 Fotos von Eve und Wally. Das ist aber lieb, wie sie da diese Steinchen. Das ist süß. Ich freue mich, dass du viel glücklicher bist. Aufgabe Pflanzen. Das ist deine neue Aufgabe. Du kümmerst dich mit Wally um die Pflanzen im geheimen Garten. Aufgabe. Ich wünsche dir viel Spaß, Eve. Bis bald. Oh, 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 Pflanzen. Was ist los? Pflanzen. Ja, ich erinnere mich, dass du Wally mit den Pflanzen im geheimen Garten geholfen hast. Warum bist du so besorgt? Ist etwas mit den Pflanzen passiert? Hast du etwas mit den Pflanzen gemacht? Pflanzen, Erde. Keine Panik, ich werde dir helfen, was auch immer passiert. Los geht's. Ha? Pflanzen, wie ist das passiert? Hast du eine Laserkanone gegen die Pflanzen eingesetzt? No. Warum? Aufgabe Pflanzen. So kannst du den Pflanzen kein Sonnenlicht geben.
Ich bin sicher, dass wir das in Ordnung bringen können. Puh. Ich glaube, wir können den Ort noch schöner machen. Oh. Ich weiß, wenn ich um Hilfe bitten kann, du holst ein paar neue Pflanzen und ich gehe zu Mirabel. Okay? Sprich mit Mirabel. Let's go, Chat. Oh, schaut mal, gleich zwei grüne Kisten. Schauen Sie doch. Ich hätte gerne in jedem Biom einen Staubsauger. Habe ich euch das schon gesagt? Das wäre mein Ziel. Warte. Ja, ich bin doch schon da. Hola, Alissa. Die Erkundung der Insel der Ewigkeit hat mir so viel Spaß gemacht. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Du hast Eve getroffen, richtig? Hab ich. Sie ist süß. Sie ist so süß mit Wally. Eve hat versehentlich ihre Pflanzen verbrannt. Puh, das ist nicht gut. Während sie also die Pflanzen austauscht, wollte ich etwas zu ihrem geheimen Garten hinzufügen. Etwas super Süßes, genau wie Eve und Wally. Dann hast du Glück, denn vor dem Vergessen hattest du ein solches Projekt. Du wolltest eine Leinwand aus Stein kreieren, auf der Eve mit ihren Laser Kunst schaffen könnte. Und du hast mich um Hilfe gebeten. Ich habe alle Pläne, die wir zusammen gemacht haben, eingehalten. Kannst du dich an die Materialien erinnern? Lass mich überlegen. Wir wollten Quarz verwenden und dann etwas, das du Plastik nanntest. Oh, und noch uralte Edelsteine. Du musst sie hier mit deiner Sanduhr suchen und hast Eve gebeten, sie zu schmelzen. Ich erinnere mich, dass sie in der Nähe vom Land der Uralten sein sollten. Okay, ich glaube, ich muss zuerst mit Eve darüber reden. Vielen Dank, Mirabel. Jederzeit, Alissa! Adios! Kehre zu Eve zurück. Huh? Ah, stopp! Aufgabe. Du wirst es nicht glauben, aber es gibt ein Projekt aus der Zeit vor dem Vergessen, das sich perfekt für den geheimen Garten eignen würde. Eine Leinwand aus Stein, auf der du mit deinem Laser etwas Schönes für dich und Wally machen kannst. Juhu! Ich brauche deine Hilfe, um die uralten Edelsteine zu schmelzen. Das ist der wichtigste Teil. Aufgabe. Ich werde jetzt nach den uralten Edelsteinen suchen gehen. Gut, was braucht man denn? Benutze deine Sanduhr, um die uralten Edelsteine rund um das Land der Uralten zu finden. Okay. Er ist jetzt wieder abgehaut. Miss Girl. Ich würde es ja nett finden, wenn du mal bei mir bleibst. Aha. Keine Schätze mehr. Hm.
So. Perfekto. Bitteschön. Hallo, Hava. Ich habe die uralten Edelsteine. Jetzt brauchen wir einen Ort, um sie zu schmelzen. Irgendwo, wo es sicher ist, weit weg, wo es für dich am besten passt, wo wir so viele verrückte... Aufgabe. Du scheinst schon zu wissen, wohin du gehen musst. Ich bin direkt hinter dir. So, nach Eve müssen wir noch Jack questen. Dann haben wir alle Quests erledigt. Aufgabe. Okay, jetzt zum Schmelzen. Oh, so viel Feuer. Es ist fantastisch. Hä? Du hast genau das getan, worum ich dich gebeten habe. Danke, Eve, ich kümmere mich um alles. Ich benutze besser meine Schaufel, wenn ich die Edelsteine nicht wieder... Was? Ich benutze besser meine Schaufel, wenn ich die Edelsteine nicht wieder verfestigen will. Herrlich. Jetzt ist sie schon wieder abgehaut. Hä? Warum haut die immer ab? Ich sage immer, hänge mit mir ab. Ach so. Nein! Ich möchte nicht shoppen. Nein, 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 nein. So. Ich werde die Leinwand aus Stein herstellen. Alrighty. Bitteschön. Bist du bereit, dein eigenes Meisterwerk zu schaffen? Eve, lass uns zusammen in die geheimen Karten gehen. Wenn du soweit bist, kannst du die Leinwand aus Stein platzieren und sie mit deinen Lasern verzieren. Heißt es, du bist stolz auf deine eigene Arbeit? Eve, Eve, Eve. Oh, süß. Das zeigt dir, warum Laser vorsichtig eingesetzt werden sollen. Ich schätze, du möchtest jetzt Wally, zu Wally zurückkehren. Wally, man sieht sich. Eve, zu Hause meinst du dein Haus? Wuhu, was ist mit deinem Haus? Geheim. Okay, sehr mysteriös. Und jetzt kann ich es kaum erwarten zu hören, worum es geht. Lass uns zu deinem Haus gehen, okay? Let's go! Es wird Zeit für Geschick. Wee. Pflanze, welche Pflanze? Oh, du meinst die in der Ecke. Pflanze. Oh, armes Ding. Weißt du, was das für eine Pflanze ist? Nein. Hast du versucht, sie zu scannen? Nein. Warte mal, heißt das, dass du die Pflanze nicht... Heißt das, dass die Pflanze nicht gescannt werden kann? Seltsam. Vielleicht können wir deinem Scanner ein Zubehör hinzufügen, mit dem er die Pflanze auf der Insel der Ewigkeit scannen kann. Wir brauchen etwas elektrische Energie und mechanische Teile für die Basis.
und uralte Zahnräder, damit dein Scanner besser mit dem Land der Uralten kompatibel ist. Ich gehe alles holen und bastel es für dich. Bin gleich wieder da. Aufgabe. Ha? Da ist doch gestanden. Sprich mit Eve. Ah, okay. Ach, so ist das. Mechanisches Teil mit der Sanduhr. Was ist es? Mechanische Teile. Die müsste ich doch craften, oder? Ich dachte, ich muss die... Aha. So, wo ist sie wieder hin? Achso. So. Aufgabe. Jetzt, da ich alles habe, kann ich das Zubehör für den... Hä? Achso, gehe zum Haus von Eve. Bitteschön. Hier ist ein neues Zubehör für den Scanner. Ich bin sicher, wird funktionieren. Es ist an der Zeit, ein neues Zubehör für den Scanner an dieser Pflanze zu testen. Hier steht, dass es eine Dreamlight-Cobra-Lilie ist. Pflanze. Es klingt wirklich so, als wolltest du dieser Pflanze helfen. Aufgabe. Okay, lass mich mal einen genaueren Blick darauf werfen. Nur um sicher zu gehen, womit wir es zu tun haben. Die schlafende, vertrocknete Pflanze scheint bei deiner Annäherung zum neuen Leben zu erwachen und versucht, in deine Finger zu beißen. Hui, Pflanze! Sie hat mich fast in den Finger gebissen. Sie muss sehr hungrig sein. Aufgabe, Pflanze. Wenn wir diese Dreamlight-Cobra-Lilie wieder zu ihrem alten Glanz bringen wollen, muss sie richtig gefüttert werden. Aber ich bin mir nicht sicher, was sie mag. Du hast eine Idee? Aufgabe. Ein Buch? Wow, woher... Hast du diese Ausgabe? Es ist ein Rezept für Insekten für Feinschmecker. Das ist eine tolle Idee, danke. Insekten für Feinschmecker. Chat, seid ihr noch da? Ihr seid alle so ruhig. Seid ihr alle eingeschlafen? Bin ich gar nicht gewohnt von euch. Noch da.
Minenchen ist auch noch da. Bitteschön. Aufgabe Pflanze. Gib das der Dreamlight Cobra Lilie und hoffe, dass sie es mag. Pflanze, Pflanze. Ja, es hat funktioniert. Warte mal. Gibst du mir einen Sprossen von deiner Dreamlight Cobra Lilie? Juhu! Ich werde mich gut um sie kümmern. Aufgabe. Was steht als nächstes für dich an? Wirst du wieder Wally helfen? Du scheinst nicht besonders begeistert davon zu sein, wieder in den Garten zu gehen. Vielleicht brauchst du eine Aufgabe, die ein bisschen besser zu dir passt. Oh! Nimm dir Zeit, um darüber nachzudenken. Es gibt keinen Grund zur Eile. Lass uns eine neue Aufgabe für dich finden. Du bist jetzt gelangweilt, wenn es um Gartenarbeit geht. Du brauchst etwas, das ein bisschen abenteuerlicher ist. Und du bist wirklich gut darin, Dinge zu explodieren zu lassen. Ich glaube, ich weiß, wer der perfekte Verbündete für dich wäre. Stitch. Er teilt deinen Sinn für Abenteuer. Oh. Ich werde mit ihm reden. Wenn die Dinge bumm machen. Sprich mit Stitch. Bin auch noch da. Wenn es darum geht, könnte Eve das ganze Valley in die Luft jagen, so mächtig, wie sie eigentlich ist. Das stimmt. Also, Chat, wenn ihr frech seid, schicke ich euch einfach Eve. Komm und sprich mit mir. Hallo, was du wollen von Stitch? Weißt du, wer Eve ist? Eve? Ja, ja. Eve fliegen und macht Dinge. Boom. Ganz genau. Sie ist auf der Suche nach etwas Aufregendem. Und ich dachte mir, ihr zwei könntet... Stitch hat Idee. Stitch spricht mit alter Bartmann. Alter Bartmann? Meinst du Merlin? Ja. Mach Feuerwerk. Hübsche Rakete, die Boom machen. Feuerwerkskörper. Das ist eine tolle Idee. Alter Bartmann haben Stitch Rezept und Zutaten gegeben. Kaktuspulver, bitte. Warte, Merlin hat dir ein Rezept für Feuerwerkskörper gegeben? Das ist überraschend. Alter Bartmann hat für Stitch unter Büchern gelassen. Stitch, Lion, kein Problem. Das klingt eher so, als hättest du es ihm weggenommen. Aber darum kümmern wir uns später. Jetzt werde ich erst mal mit Eve über das Projekt sprechen. Wiedersehen. Aloha. Ja, Stitch. Ich habe mit Stitch geredet. Er schlägt vor, dass du beim Feuerwerk hilfst. Das wäre doch etwas Tolles für das ganze Dorf. Oh. Freut mich, dass dir die Idee gefällt. Also, ich habe dieses Rezept und eine der Zutaten. Wir müssen Zimt, Zitterale und ich habe es fast selbst nicht geglaubt, aber ein wenig Dreamlight Cobra-Lilien-Extrakt sammeln. Hä? Oh, Pflanze. Ich beginne damit, das Dreamlight Cobra-Lilien-Extrakt von der Pflanze in deinem Haus zu holen. Sammle das Extrakt der Dreamlight Cobra Lilie von der Dreamlight Cobra Lilie in Eves Haus. Let's go! Koche experimentelles Koche? Ich hätte mich jetzt eher an der Werkbank gesehen. Aber gut, wir können selbstverständlich auch gerne kochen. Aha. Wir brauchen Zitteraal-Chat.
Das Grasland und die Promenade. Perfekt. Experimentelles Feuerwerk, hä? Mit Strohhalm? Was ist das? Bringe Eve den Gegenstand, okay? Bitteschön. Oh! Sei vorsichtig mit diesem experimentellen Feuerwerk. Ich habe es gerade hergestellt und es scheint ein bisschen explosiv zu sein. Aufgabe. Wir müssen es erst ausprobieren. Am besten an einem sicheren Ort, weit weg von allen. Oh! Du scheinst den Weg zu kennen. Wenn du bereit bist, kannst du das experimentelle Feuerwerk testen. Oh! Feuer schon wieder! Ich liebe es, Dinge für die Wissenschaft in Brand zu setzen. Entferne die Feuer. Wo ist sie jetzt schon wieder? Ich hau die mal ab. Mach dir keine Sorgen, das experimentelle Feuerwerk ist gescheitert, aber die Feuer sind weg. Für unseren nächsten Versuch, nein, du willst es nicht noch einmal versuchen? Ich verstehe, das ist ein bisschen beängstigend, aber manchmal gehen Experimente schief. Vielleicht weiß Stitch, was passiert ist. Ich werde mit ihm reden. So, wo ist unser Stitch-Baby? Großes Boom! Hahaha! Ja, das experimentelle Feuerwerk machte einen großen Knall, aber Eve hatte Angst. Um ehrlich zu sein, ich auch. Oh, Stitch wollte Alyssa nicht erschrecken. Schon gut, Stitch. Kannst du mir helfen, das Feuerwerk sicherer zu machen? Ja, kannst du Stitch auch helfen? Stitch auf der Suche nach Socken. Habe sie vor dem Vergessen hier gelassen. Du suchst nach Socken? Und Stitch spricht mit alter Bartmann. Du suchst nach Socken und Stitch spricht mit alter Bartmann über Feuerwerk. Okay. Ich werde deine Socken besorgen. Ich schätze, ich brauche meine Sand, um sie zu finden. Alter Bartmann sagt, Socken in der Zeit verloren gegangen. Stitch böse, sie überall auf der Insel zu hinterlassen. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin ab und zu mit den neuen Biomen noch ein bisschen lost. Vor allem, weil die halt dann... Eigentlich sind es ja nur zwei große Dinge, die dann in mehrere kleine unterteilt sind. Und da fällt mir das dann oft schwer, die auseinanderzuhalten. Welche zusammengehören, welche nicht. Das haben sie ein bisschen unvorteilhaft designt. Stitch-Sockensammlung! Taka, Alyssa! Alter Bartmann sagt, Feuerwerkskörper brauchen Traumscherben und rote Schlauchpflanzen. Kleiner Knall, aber sicherer. Danke, Stitch. Das wird sehr helfen. Gern geschehen. Bitteschön.
Stitch ist zu Merlin gegangen, um das Feuerwerk sicherer zu machen. Wenn du dies zu den anderen Zutaten hinzufügst, machst du ein neues Feuerwerk, aber ein sicheres. Puh. Das sehe ich auch so, puh. Das Feuerwerk ist bereit zum Aufstellen. Perfekt. Während du es platzierst, kümmere ich mich darum, dass alles für die Show vorbereitet ist. Lass uns ein paar Teppiche, Stühle und Dekorationen hinzufügen, damit die Leute sich entspannen können, während sie die Show sehen. Okay. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht es dir? Hi, Sweet Princess. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's? Niedliche Teppiche, niedliche Stühle, niedliche Decorations. Ich bin heute ein bisschen müde, aber sonst ist alles gut. Wie geht es dir? Niedliche Teppich. Niedliche Teppich. Vanmala, vielen, vielen lieben Dank für 200 Biddies. Dankeschön. Für den Support. Ich habe die Gegenstände noch niedlicher gemacht. Wenn du bereit bist, können wir mit dem Feuerwerk beginnen. Warte, du willst, dass ich die Show beginne? Das ist nett von dir. Wir könnten sogar auf den Abend warten, damit die Show perfekt ist, wenn ich will. Oh. Platziere den Feuerwerkswerfer. Option. Oh! Ah, süß! Da kommt ja wirklich ein Feuerwerk! Ah, schön! Süß. Oh nein, jetzt ist sie verschwunden. Das Item brauchen wir. Wuhu. Herzlichen Glückwunsch. Das Feuerwerk war so schön. Ich bin so beeindruckt von dir, Eve. Es gibt nichts, was du nicht schaffst. Du kannst gärten, du kannst fliegen und wenn es rasanter sein soll, kannst du das coolste Feuerwerk machen. Oh. Oh. Wow, für mich? Ich danke dir so sehr. Zu Hause. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Huhu. Und damit haben wir die Eve-Questline beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abschließend schauen wir uns natürlich noch die Gegenstände an, die wir hier bekommen haben. Einmal haben wir dieses zauberhafte Kleid verwendet bekommen. Ah, das könnte man aber für diese sportlichen Dream Snaps als so ein Tennis-Outfit verwenden. Und dann, das andere müsste, glaube ich, hier sein, oder? Haben wir den bekommen? Nein. Nein, oder?
Was war denn das andere, was wir bekommen haben? Wir haben noch zwei Sachen bekommen. Ah, hier. Diese Jacke. Okay, ja, haut mich persönlich jetzt beides nicht vom Hocker. Aber, ja, das sind die Gegenstände, die man bekommt. Mich würde jetzt abschließend noch ganz kurz interessieren, ob wir weiterhin die Möglichkeit haben, dieses Feuerwerksgedöns zu basteln. Crazy, oh Gott, Crazy Jay, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid und herzlich willkommen an alle. Wie geht es euch? Wie war euer Stream? Hello, 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 everybody. Was habt ihr Schönes gemacht? Party! Party habt ihr gemacht? Wie Party? Sehr gern, wäre sehr cool. Haben Palworld gespielt und dann gekocht. Ah, wie cool! Was hat's Gutes zum Essen gegeben? Was habt ihr Gutes gekocht? Achso, ich vergesse es immer. Hallöchen, ich bin Sinny Moon, auch bekannt als Simon. Wir machen hier meistens gemütliche Sachen, beziehungsweise Sachen, die Spaß und Freude bereiten. Hauptsächlich Disney Dreamlight Valley, wir spielen aber auch Dead by Daylight, ab und zu mal Horror Games und auch andere Cozy Games. Alles, was Freude bereitet. Und ich bin... Hallo, wieso hat das so lange gedauert? Luis, vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich bin dafür bekannt, Chatnachrichten gerne mal zu überlesen. Das muss ich gleich vorab sagen. Das ist mein Hobby. genau. Und ansonsten, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und falls doch, Chat schimpft mich einfach wieder. Ich bin ab und zu ein bisschen verpeilt, aber kriegen wir es hin. Kriegen wir alles hin. Daran sind wir schon gewohnt. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben Chinanudeln in Kokossoße mit Champignon und Karotten. Das klingt aber sehr lecker. Das klingt aber sehr lecker. So, jetzt wollte ich schauen, ob wir dieses Feuerwerk... Gedöns craften können. Das wäre nämlich voll cool, aber es schaut mir nicht danach aus, gell? Hallo Sinan! Hello, hello! Wie geht's dir? Schaut nicht danach aus, gell? Dass wir das craften können. Das wäre nämlich richtig cool. Habe ich die eigentlich schon mal gemacht? Oh, hallo? Hallo? Darf ich craften, klicken? Oh, mein Spiel hat sich aufgehängt, Chat. Ah, jetzt. Aber jetzt. Bin eben erst rein. Sonst soweit ganz gut. Habe ich gar nichts gespürt, Sinon, dass du da jetzt rein bist. Das nächste Mal musst du mit mehr Schwung hier. Oh ja, Feuerwerkskörper. Wait a minute. Ich meinte zu Hause. Ach so. Sinon. Ach. Das habe ich jetzt falsch verstanden hier. Das habe ich hier jetzt falsch verstanden. Crazy Jay, vielen lieben Dank nochmal für deinen Raid. Ich vergesse es ab und zu in meiner Verbeilheit echt
zu sagen und mich zu bedanken. Deshalb lieber einmal zu oft gesagt, als wie einmal zu wenig. So, kann ich damit was machen? Nein! Oh no! Das ist jetzt nur so dekorativ? Schade! Ich hätte mir gewünscht, dass wir dann so ein Feuerwerk anstarten können. Das wäre nämlich voll cool gewesen für Dream Snaps und so. Anyways, ist es das für diese Folge gewesen. Ich hoffe, wie immer, sie hat euch gefallen. Und falls ja, freue ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Schaut sie sehr gerne auf meinem Channel vorbei. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu meinem Twitch-Account und zu unserem Discord-Server. Schaut dort auch sehr, sehr gerne rein. Dort werden immer auch die Dream-Snaps gepostet. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.